Also wir achten auf die Lesbarkeit, das Satzbild, auf die Einschübe. Wie hat jetzt hier zum Beispiel jemand die Einschübe mit einem Absatzzeichen hier hereingebracht? Relativ ungewöhnlich, aber super gut gelungen. Wenn wir dann den Umbruch prüfen, achten wir halt stark auf das Text- und Bildverhältnis. Sind sie auf einer Linie? Ist das schön symmetrisch angeordnet und optisch ansprechend? Wir achten aber auch dann hier, sind hier zum Beispiel noch löchrige Satz durch die Veränderung. Wir schauen uns natürlich auch die Buchbindung stark an und auch die Besonderheiten. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einen ganz tollen zweigeteilten Kopfschnitt, der rundum, also ein Rundumfarbschnitt, ein Lesebändchen auf Dünndruckpapier und noch dazu relativ hochwertig verarbeitet halt eben auch ein Bauchbinde. Hier wurde zum Beispiel für einen Überzug ein wirklich adäquates, fast dem, ja, bei einer Kartoffelbrei ähnlichen haptisches Erlebnis außen um das Buch herumgebracht.